Hallo zusammen und damit heiße ich euch wie üblich herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von mir. Diese Woche war ich mal wieder auf den Spuren des schwarzen Goldes und seiner Industrie unterwegs. Die Anlage ist echt bemerkenswert, aber was es sonst noch über diese Fabrik herauszufinden gab, ja, das und vieles mehr erfahrt ihr allesamt von mir in den kommenden Minuten. Für Dutzende weitere Folgen rund um das Thema verlassene Orte hier im Osten Deutschlands besucht ihr am besten meinen Kanal. Dort findet ihr so manchen verlassenen Ort, egal ob Krankenhäuser, Schwimmhallen, Villen oder Fabriken wie diese hier. Ein Blick lohnt sich also. Kommt nun aber erst einmal mit auf diese Tour. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeige ich euch eine verlassene Brikettfabrik. Die Aufnahmen, die ihr hier sehen könnt, sind noch mit meiner GoPro Hero 3 entstanden. Sie sind also schon ein paar Tage alt, aber ich habe ja gesagt, die alten Folgen möchte ich euch ebenso nicht vorenthalten und sie müssen auch endlich mal raus. Die hier gezeigte Anlage entstand zwischen 1912 und 1913. Vorausgegangen waren bis 1911 verschiedenste Pläne zur Umsetzung der Fabrik. Verantwortlich für die Realisierung waren Maurer und Zimmermeister Theodor Steudel sowie Maurermeister Otto Stoje. 1911 erschloss man verschiedene Kohlevorkommen in der Region, die die nächsten fast genau 80 Jahre für Arbeit und Wohlstand, aber auch zu Umweltverschmutzung im großen Stil führen sollte. Es ist also wieder einmal ein Beispiel für Industriezerfall vom Feinsten. Das Werk ist recht weitläufig und heute teilweise wieder in Nutzung. Kaum zu glauben, dass ein so großes Werk einfach so in rund einem Jahr entstehen konnte. Na gut, 1000 Arbeiter hatte man benötigt und über die Bedingungen wollen wir auch besser nicht sprechen. In den ersten Jahren nach Inbetriebnahme waren hier rund 500 Angestellte beschäftigt. Keine 10 Jahre später beschäftigte man das Dreifache an Personal. Ich fand auch eine Aufschlüsselung der Beschäftigten. Demnach waren von 1445 Mitarbeitern 538 für den Abraum, 398 in der Grube, 497 hier im Werk und noch einmal 12 weitere Personen in der dazugehörigen Ziegelei beschäftigt.
1922 wechselte das Werk den Eigentümer zur Deutschen Erdöl AG, besser bekannt unter DEA. Ich las etwas von einer schweren Explosion in einem Kesselhaus 1942. In diesem Zusammenhang entstanden wohl auch viele neue Gebäude auf dem Gelände, Prozesse wurden verändert und verbessert und ältere Gebäude wurden grundlegend saniert und erweitert. Von Anfang an stellte man hier hauptsächlich Kohlebriketts her. Zusätzlich wurden Nebenprodukte wie Dampf für vor allem die Industrie als Strom- und Wärmequelle immer wichtiger. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte wie unerwartet die Umwandlung in einen volkseigenen Betrieb. Vor allem die DDR-Zeit im Werk war geprägt von Veränderungen, Umbauten und, wie wir das von unzähligen anderen Werken kennen, wechselnden Zugehörigkeiten. Nach der politischen Wende 1990 und dem Ende von VEB und DDR gelangte die Fabrik erst in den Besitz der MIPRAG und anschließend zur LMBV, die hier im ostdeutschen Raum Bergbausanierungen betrieb. Im letzten vollständigen Produktionsjahr 1991 wurden insgesamt 38 Tonnen Kohlebriketts hergestellt. Ich habe jetzt keinen Vergleichswert, ob das viel oder wenig war für die Anlage. Jedoch begannen schon früh erste Ideen zur Umgestaltung der Region. Das Ende war also nur noch Formsache und man wollte langfristig umsteigen auf Erdöl und Gasenergie. Wie viel man hier zu Hochzeiten herstellte und wie der Arbeitsalltag im Groben aussah, konnte ich leider nicht herauslesen. Aber vielleicht kennt jemand von euch eine Person oder vielleicht seid ihr selber so eine Person, die hier beschäftigt war, die uns vor allem ein bisschen mehr über diese Anlage erzählen kann. Schreibt mir also gerne in die Kommentare oder meldet euch via Facebook oder Instagram. War dann endgültig Schluss mit der Brikettherstellung. Im Anschluss verfiel die Anlage zum Teil. Später kamen erste neue Nutzer auf das Areal. Es folgten Sanierungsarbeiten, um die Werksanlage zu erhalten. Heute zählt die Fabrik, die übrigens auch jetzt unter Denkmalschutz steht, zu den größten erhaltenen Brikettfabriken des 20. Jahrhunderts. Es handelt sich um ein, Zitat, herausragendes Zeugnis ostdeutscher Braunkohleindustrie. Auf dem Areal findet man heute ebenso etliche restaurierte stumme Zeugen aus dieser Zeit. Wenn euch dieses Thema und die Region noch mehr interessieren sollte, dann empfehle ich euch unbedingt meine Folge zum VEB-Kombinat Espenhain anzuschauen. Ich verlinke euch die Folge hier unten in der Infobox.
Vor Ort gab es tatsächlich nicht allzu viel zu sehen. Wir hatten uns da ehrlich gesagt auch etwas mehr erhofft. Die meisten Gebäude waren in Nutzung oder verschlossen. Der Rest bot auch eher wenig an interessanten Motiven. Viele große leere Hallen und man konnte an den Dimensionen erahnen, dass hier echt viel vor sich gegangen ist. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle von euch wie üblich mit noch einigen vielen Bildern, die wir hier mitnehmen konnten. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Die Bilder dazu findet ihr natürlich auch auf Facebook und Instagram. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter und dann hören wir uns demnächst wieder. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und ciao.